Beifall im Konrad-Adenauer-Haus am Tag 1 nach der Europawahl vom Wochenende. Wir sehen hier gut gelaunte Gesichter im Vorfeld der Bundesvorstandssitzung an diesem Montag. Die Bundeskanzlerin persönlich verteilte Blumen als Glückwunsch für den Spitzenkandidaten zur Europawahl, Hans-Gerd Pöttering. Und am Mittag stellen sich Angela Merkel und Hans-Gerd Pöttering den Journalisten in einer Pressekonferenz. CDU-TV zeigt Ihnen die Ausschnitte. Sie können sich vorstellen, dass wir zufrieden sind. Es war ein guter Tag für CDU und CSU gestern. Wir haben unsere Wahlziele umfassend erreicht. Wir sind stärker geworden, als wir das nach dem Bundestagswahlergebnis waren. Wir haben die CSU sehr stark im Europäischen Parlament. Der Abstand zur SPD ist deutlich, ich könnte sogar sagen sensationell deutlich, mit 17%. Ich möchte unserer Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden Angela Merkel herzlich danken, nicht nur für den wirklich sehr, sehr engagierten Einsatz im Europawahlkampf, sondern ich möchte ihr besonders danken dafür, dass sie ganz in der Tradition von Konrad Adenauer und Helmut Kohl mit uns gemeinsam ein Europawahlprogramm verabschiedet hat, das uns als die Europapartei in Deutschland ausweist. Unsere nächsten Schritte sind jetzt die Verabschiedung des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. Das wird am 28. und 29. Juni der Fall sein. Dazu laden wir Sie heute schon alle ganz herzlich ein, dann auch am 29. Juni zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit der CSU im Kongresscenter am Alexanderplatz. Und im Mittelpunkt wird natürlich das wiederum auch stehen, was uns auch im Europawahlkampf schon geleitet hat. Wie finden wir den Weg aus der Krise so, dass Deutschland stärker aus dieser Krise herauskommt, als es hineingegangen ist? Alles in allem eine gute Ausgangsbasis für die nächsten 110 Tage, die wir mutig, entschlossen, optimistisch und zuversichtlich gestalten werden.